Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an. Die letzte Bundesliga-Prognose kam leider nicht, da wir da auch im Prinzip keine Wette in der Premium hatten. Deswegen habe ich da auch nichts gebracht. Und die Zweite- und Drittliga, die liefen dann natürlich aber auch noch. Da hatten wir auch Wetten drin gehabt in der Premium. Aber wie gesagt, hier bei YouTube gibt es nur für die erste Bundesliga. Für die zweite und dritte Liga könnt ihr dann gerne unsere Webseite abchecken. Darüber könnt ihr unsere Premium buchen, auch kostenlos, dann über eine Einzahlung bei einem Partnerbuchmacher von uns. Geht auch hier bei Betago. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. Und zwar schauen wir uns einmal das Spiel Frankfurt gegen Hertha an. Ja, die Frankfurter hatten am Anfang Startschwierigkeiten gehabt, aber in den letzten Spielen haben sie uns besser gefallen. Sie sind eigentlich auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch in die Euroleague kommen kann, die oben mitspielen kann, die Qualität dazu hat. Auf der anderen Seite steht Hertha, die sind diese Saison echt nicht gut gefallen. Ich habe schon vor der Saison das Gefühl gehabt, dass Hertha, ja, wie letzte Saison auch schon viel kauft, aber wenig bei rumkommt. Und so ist es bisher auch. Sie harmonieren einfach nicht gut als Mannschaft, spielen echt auch keinen schönen Fußball. Und deswegen finde ich, dass hier der Sieg der Frankfurter zu einer Quote von 1,77 eine ganz gute Option ist. Ist auch nur eine Tendenz. Eventuell steigen wir da live ein. Aber die Quote kann man auch jetzt schon mitnehmen. Die ist jetzt auch, denke ich, schon ganz in Ordnung. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann zum nächsten Spiel schon. Und zwar einmal Augsburg gegen Bielefeld. Kurz zu den beiden Mannschaften. Sind eigentlich beide ungefähr auf Augenhöhe meiner Meinung nach. Deswegen könnt ihr schon erkennen, wohin da die Reise geht. Augsburg spielt in dem Abstieg mit. Sind echt nicht gut drauf. Kann man sich auch nicht gut angucken. Bei Bielefeld auch. Zwei Mannschaften, wo auch eher weniger Tore fallen. Ich kann mir hier auch ganz gut 0-0 vorstellen. Aber insgesamt finde ich, dass die Quoten dann doch schon ausgeglichener sein sollten. Und deswegen finde ich hier zum Beispiel den Head-to-Head-Sieg der Bielefelder zu einer 2,15 echt ganz gut anspielbar. Weil wir beide Teams im Prinzip auf Augenhöhe sehen. Und deswegen ist hier die Quotenverteilung etwas übertrieben in unseren Augen. Und ja, dann noch zum letzten Spiel, wo wir auch eine Wette platziert haben. Und zwar ist das Freiburg gegen Leipzig. Ja, die Freiburger spielen das erste Mal in ihrem neuen Stadion und sind auch immer, meiner Meinung nach, immer eine Mannschaft, wo ihre Leistung konstant abruft, wo mit wenig Budget echt das Maximum rausholt. Christian Streich, echt ein sehr, sehr guter Trainer. Und insgesamt landen sie ja immer am Schluss dann im Mittelfeld, obwohl sie vor der Saison auch schon ja die Buchmacher eher weiter unten sehen, sage ich mal. Auf der anderen Seite, also Freiburg, ja, spielen auch konstant ihre Leistung, auch diese Saison nochmal. Auf der anderen Seite steht Leipzig, die schwach reingekommen sind, jetzt zuletzt einen echten Kantersieg gegen Hertha hatten und auch insgesamt in den letzten Spielen auch auf jeden Fall besser wurden. Und ich denke auch, dass sie so langsam jetzt ins Rollen kommen. Sie müssen oben echt mithalten, damit sie da auch noch irgendwie, damit sie da nicht den Anschluss verpassen. Und deswegen finden wir, dass die 1,9 Value hat, faire Quote, und unseren Augen wäre hier eine 1,7 ungefähr. Und deswegen kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Wir denken, dass, wie gesagt, dass Leipzig hier Spiel machen wird. Ich sage einfach mal 2-0 für Leipzig und sie stehen unter Zugzwang und dementsprechend denken wir, dass die Quote Value hat. Ja, das war's dann soweit mit der Bundesliga-Prognose gewesen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Gerne dann Feedback in den Kommentaren da lassen, über ein Like und über ein Abo. Falls ihr noch nicht habt, würden wir uns natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.